So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe mir hier so ein dunkles Lila genommen, ein Grün, ein Braun. Und hier, weiß nicht, ob ihr das seht, ja, da seht ihr es, ist so ein Klecks Versiegelungsgel. Und mein Tipp habe ich weiß grundiert und habe den. Und mache jetzt die Schüttschicht ab, so wollte ich sagen, und habe den auch matt versiegelt. Warum, weiß ich auch nicht. Gut, ich nehme meinen Nailer-Pinsel und arbeite meinen Pinsel vor. So. Und male jetzt hier so einen halben Kreis mit so einer leichten Biegung. Ja. Nehme mir dann die andere Seite vom Pinsel und gehe in meinen Versiegler rein. Und ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und gehe da so runter. Ich glaube, ich nehme mir da doch lieber einen anderen Pinsel. Einen kleineren. So einen. Ich glaube, der ist besser. Tauche den in mein Versiegelungsgel rein. So. Ist besser. So. Streich meinen Pinsel ab, gehe noch mal den Versiegler. Und streich dann noch mal drüber, dass das nicht so doll mit Farbe ist. So. Hat lustig ausgehen. Jetzt nehme ich wieder meinen kleineren Pinsel, gehe wieder in mein Versiegelungsgel und ziehe mir hier wieder das so runter. So. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. So. Und das kommt jetzt erstmal in die Lampe. Nein, noch nicht. Ich ziehe mir jetzt da noch so
Fädchen runter. Und jetzt kommt es in die Lampe. Und wenn das ausgehärtet ist, hole ich euch wieder zurück. Bis gleich. So, in der Zwischenzeit nehme ich mir hier ein bisschen was vom Rot oder von diesem Lila. Ja. Ein bisschen Braun und ein bisschen Grün und vermische das alles. So. Noch ein bisschen Braun. Habe ich so ein braun Gemisch. So. Dann brauchen wir ein Tupfen Gelb. Da können wir auch noch ein bisschen Gelb mit reinmachen, glaube ich. So, gucken wir mal, wie das ausschaut. Ah ja, das ist gut. So. Ich habe so ein hellbraun. So. Dann haben wir hier unser Blümchen. Jetzt nehme ich mir hier das Gelb. Und setze mir hier ein Blütenmittel sozusagen, tue das kurz anhärten und nehme mir dann bisschen von diesem zusammengemischten und tut das hier so hin. So, ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen. Mach meinen Pinsel sauber, gehe wieder in mein Versiegelungsgel. Und schieb mir das so leicht nach oben. So wie so ein Ombre-Verlauf sozusagen. Der Pinsel abwischen. Ein bisschen Versiegelungsgel nehmen. Und so lasse ich das jetzt. So, das kommt jetzt wieder in die Lampe. Dann nehme ich mir hier mein Grün. Oder ich mache das lieber mit dem anderen. Das ist, glaube ich, besser. So. Malen wir hier schon mal einen Stiel hin. Zack. Kurz anhärten, nehme ich mir jetzt das Braun und mal den Stiel nochmal nach. So, da habe ich gekleckert.
wieder in die Lampe. So, dann nehme ich wieder meinen Pinsel. Gehe in das Gelb hier rein. Und setze mir hier ganz kleine Pünktchen hin. So, kommt wieder in die Lampe. Und jetzt nehme ich meinen langen Striper wieder. So. Nehme mir ein bisschen auf. Und male die Konturen ein bisschen nach. So schaut das jetzt aus. Ich finde das richtig putzig. Und so kommt das jetzt komplett in die Lampe. Ich werde das dann noch versiegeln und dann hole ich euch nochmal zurück. Bis gleich. So, meine Lieben, der ist jetzt fertig ausgehärtet und ich finde den so schön. Ich habe den nämlich schon mal gemacht und zwar habe ich bei YouTube auf einen chinesischen oder japanischen Kanal, keine Ahnung, gesehen, also die macht ganz viel mit Blumen und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Wantan oder keine Ahnung. Spricht natürlich null Deutsch, nur, ja, mache ich immer noch stumm, weil da versteht man eh nichts. Wo ist denn der? Ach, hier ist der blaue. So ähnlich hat sie den gemacht, also bei ihr sah der noch besser aus. Und habe mir gedacht, boah, das machst du jetzt auch nochmal. Aber in einer anderen Farbe, nämlich so. Und der schaut jetzt schon viel besser aus als der, finde ich. Viel filigraner und ja, irgendwie besser. Keine Ahnung.
Ja, Übung macht den Meister. Kennt es ja selber. Und ja, wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr Lust habt, das nachzumachen. Ja, viel Spaß wünsche ich euch dann dabei. Mein Gott, mir fehlen wieder die Worte. Ja, genau, das sind die zwei, die fand ich ganz süß und wollte ich eigentlich nur mit euch teilen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend noch oder Tag, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Marion. Ciao!